Hast du jemals in der Öffentlichkeit geschlafen? Ja, ich habe schon mal in der Öffentlichkeit geschlafen. Da habe ich auf einer Parkbank gepennt. Da war ich ziemlich betrunken, aber das war schon ziemlich lange her. Warum warst du denn betrunken? Ach, da hatte ich meinen 18. Geburtstag gefeiert. Hast du jemals etwas im Kühlschrank vergessen und alles war verschimmelt? Ja, früher, ganz oft. Da ist meine ganze Wohnung schimmelig gewesen. Und da habe ich aber noch in Leoben gewohnt. Meine Eltern haben ganz viel geschimpft mit mir, dass ich zu meinem Bruder ziehen musste. Und ist dir das eigentlich schon mal passiert? Fragezeichen. Nein, mir ist das noch nie passiert. Hast du jemals in eine Flasche hineingepinkelt? Ja, habe ich mal gemacht, aber dann hat es meine Mama getrunken. Das war nicht so lustig. Hast du jemals eine Spinne berührt? Ja klar, ich habe sogar damit gekuschelt. Warum kuschelst du denn mit einer Spinne? Weil das meine Lieblingstiere sind. Hast du jemals einen Regenwurm gegessen? Ja, ich habe schon mal einen Regenwurm gegessen, aber der war frittiert und da war ich in Afrika gewesen, als ich den gegessen habe. Der war sehr lecker. Hast du jemals eine Kuh geritten? Ja, ich habe schon mal auf eine Kuh geritten, aber in meinen Träumen. Ich träume sehr oft von ihr und sie kann sogar sprechen. Die Kuh ist meine beste Freundin. Okay, ich habe noch nie von einer Kuh geträumt. Hast du jemals so getan, als hättest du kein Geld mehr? Nur um eingeladen zu werden? Ja, schon sehr oft. Warum tust du das? Ich muss doch sparen. So spät schon? Ich muss nach Hause. Mein Taxi wartet schon draußen. Okay, wann kommst du denn wieder? Morgen oder so. Mal gucken, ob ich da Zeit habe. Tschüss, Milady Ini. Hab dich lieb.